Hallo, meine lieben Widder, das ist eure Legung für den September Mitte-End. Wie ihr kennt, das ist eine kollektive Legung. Wenn ihr möchtet, eine Privatlegung, bitte meldet sich bei mir per E-Mail oder auch per WhatsApp. Wir besprechen dann uns, was das alles betrifft, wie das abläuft und vereinbaren Termin. Diese Karten sollten dir helfen, reflektieren, anschauen deine Situation und vielleicht auch einen anderen Blick auf die Situation werfen. Ich gendere nicht. Was wichtig ist, auf den 4. September bis zum 11. September mache ich eine Gewinnverlosung, in der du kannst auch teilnehmen, indem du diese Videos vom 4. September bis 11. September kommentierst. Ist egal, was du kommentierst, es wird verlost nach numerologisch, also nach Numerologie. Ich wähle irgendwelche Zahl und dann zähle sozusagen. Und diese Art von Gewinnverlosung bei mir wird stattfinden einmal im Monat, immer im Anfang des Monats, also vollständige Woche. Dieses Mal im September ist von 4. bis 11. September. Und da hast du die Möglichkeit, sozusagen durch diese Videos Kommentare, kostenlose Beratung bei mir erhalten. Es ist unwichtig, wie lange die dauert, ob es 15 Minuten, 30 Minuten oder eine Stunde. Solange wie die dauert, dann dauert es. Und ich gebe alles, was ich geben kann. Und ja, es ist für dich eine gute Möglichkeit, auch sozusagen schauen. Noch etwas? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, ich freue mich für jeden Like, Abonnement, vielen Dank und natürlich Kommentare. Ihr könnt gerne schreiben, wie es euch, wie ihr seht diese Legung oder ob ihr angesprochen fühlt oder nicht. Ne? So, wir fangen an mit den Symbolon-Karten. Die sind sehr aussagekräftig. Die erste Karte ist, was dir durch den Verstand sozusagen gehen wird in Mitte, Ende September. Du wirst in Verstandsebene irgendwie bei dir funktioniert nicht viel, wie gebrochen, das ist Gebrechen. Das ist Merkur Mars und Saturn. Saturn immer diszipliniert und ihr seht auch in dem Bild, es funktioniert gerade nicht. Es ist sehr kleine Schritte voran und das wird deine Herausforderung. Damit wirst du auch beschäftigen von Verstandsebene. Deine Gefühlsebene in Mitte, Ende September wird sein, du wirst dich fühlen wie gefangen. Gefangen in einem goldenen Käfig. Das kann auch sein, Gefangenschaft sein von dem Partner. Dass der Partner bestimmt zu viel ist, was bei dir los ist. Oder du hast das Gefühl, dass du durch den Partner bist irgendwie wie Gefangener. Und dieser Mensch möchte dich zu etwas erzwingen oder auch zu etwas bringen, was du vielleicht nicht so gerne möchtest. Du fühlst dich nicht frei. Nicht in deine freie Entscheidungswahl und freie Bewegungsdrang und nicht in frei in deinem Tun und Handeln. Wohin sind die Tendenzen für dich, lieber wieder Anfang Mitte September, Ende September? Deine Tendenzen? Du wirst die Frage des Fragen suchen, du wirst den Heiligen Gral suchen, du wirst Lösungen suchen, aber diese Lösungen solltest du wissen, die sind nur in dir. Weil wenn du suchst in außen, fragst den einen, anderen und den dritten und vierten, wirst du dich enttäuschen. Also du wirst von der Täuschung wegkommen. Aber auch enttäuschen, weil keiner wirklich weiß, was in dir richtig vorgeht. Also bitte, wenn du schon auf der Suche nach Heiligen Gral bist und suchst Antworten, such erstmal in dir selber. So, das sind die Tendenzen. Wir fangen mit den Lenormand-Karten. Schauen wir, was da los ist.
was die Karten möchten uns mitteilen. Also Mitte, Ende September wird für dich, lieber Widder, schwierig sein. Übrigens, deine unveränderliche Karma, lieber Widder, ist, dass du nach der Ehe oder indem du Beziehung eingehst, musst dein Leben auf 180 Grad wenden. Und das wendet sich jedes Mal. Also das ist sehr, sehr spezifisch für Widder. Und auch die unveränderbare Karma ist für Widder ist, wenn ihr irgendwann erkrankt, ihr werdet sehr viele Ärzte suchen und aufsuchen und keiner weiß, was los mit euch ist. Es dauert sehr lange Zeit, bis man rausfindet, was für Erkrankung es handelt sich. Das ist zu unveränderbarer Karma. Wenn ich habe Mitgliedschaftsbereich, werde ich dann auch einiges mitteilen. Achso, das ist für den Aszendenten wieder. Bitte. Bevor ich da einiges noch Mist baue. Ja, da ist unveränderbarer Karma, dass man sehr viele Ärzte aufsucht und man weiß nicht, was das für Erkrankung ist. Und man ist wirklich sehr, sehr mitgenommen und auch sehr lange dauert, bis jemand man findet, der wirklich anschaut und wirklich auch interessiert. Und davor ist ziemlich viele Falschdiagnosen. Aber das ist Aszendent und von sidirischen Kreis, nicht den anderen. So, hier geht es bei dir sehr viel um den Partner. Entweder dein Partner ist erkrankt oder er ist wirklich depressiv im Moment und ihm geht es überhaupt nicht gut. Vielleicht auch kann sein, dass dein Partner transformiert momentan sehr vieles. Du machst dir Gedanken über eine Frau und da ist plötzlich sehr viel Ereignisse, vielleicht auch viele Ereignisse mit auch Glück und das freut sich auch, aber auch kann auch sein, dass da ist sehr viel Richtiges, du siehst eine Person, die richtig aufblüht oder auch richtig in den Zeug legt und das macht dir Gedanken. Bei dir die Trennung oder Distanzierung ist schicksalhaft und blockiert. Also das, wenn du bist in Trennung und möchtest weiter die Trennung haben, da wird nicht viel vorangehen. Wenn du möchtest aufheben, wird auch nicht viel vorangehen. Also da ist benötigt Distanz und wirklich auch erstmal schauen nach vielen Angelegenheiten. Das wird eine Weile dauern. Du wirst wahrscheinlich besuchen Freunde im Haus, deren Haus oder die kommen zu dir. Das ist noch nicht so richtig abgesprochen und das wird dir auch mit sehr viel Gesprächen zu tun. Ihr werdet auch unterhalten über Gott und die Welt. Deine zukünftige Thema wird sein Arbeit und Geld. Wie viel du verdienst durch deine Arbeit und um welche Beträge handelt es sich? Und wie du das sozusagen gut managst, finanziell. In beruflicher Sicht wird einiges vorangehen, zwar plötzlich und mit Hektik, aber es wird einiges bewegen. Was das Finanzielle betrifft, das wird dein Thema sein. Du schaust auch mit Verträgen mit einem älteren guten Herrn, das kann ein Mentor für dich sein oder jemand, der dich unterstützt. Und du kannst mit ihm bestimmte Vereinbarungen treffen. In der Vergangenheit ist es so, dass du hattest eine Nachricht und vielleicht auch irgendwas war mit Kurhotel, also eine Einrichtung, die mit Gesundheit zu tun hat, also öffentliches Gut, das ist, kann auch gemeinnütziges sein und das wird dir auch noch ein bisschen durch den sozusagen Schwingen mit die Eindrücke. Dein Herzensmensch, also bei dem ist Liebeskummer auch und vielleicht auch tote Liebe.
Bei dir diese tote Liebe wird auch irgendwann kommen. Also momentan bist du noch in Liebeskummer, aber irgendwann wirst du erkennen, da geht nicht voran. Zwar war das eine schöne Verbindung, aber du wirst merken, ich muss loslassen. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Dein Herzensmensch zwar hat auch empfunden eine sehr schöne, harmonische Liebe, aber ja, bei ihm die Liebe stirbt und es geht zu Ende. Er wird zwar versuchen, irgendwie beleben oder möchte auch beleben, aber es wird nicht so funktionieren. Da kommen Veränderungen bei ihm auf zu. Wahrscheinlich auch im emotionalen Bereich, dass er vieles anders sieht. Dein Herzensmensch hatte vor kurzem eine sehr wichtige Entscheidung oder auch kleine Entscheidung getroffen. Und wenn ich so schaue, er schaut auch irgendwie raus aus dem Bild. Er weiß auch nicht, wohin es geht. Also er muss schon einiges machen. Du bist auch für ihn in Zukunft auch sehr präsent. Und leider hier geht es um Geld, nicht um Liebe. Irgendwelche finanzielle Sachen, wie ihr möchtet oder muss miteinander noch regeln. Und das ist für ihn, was ihn sozusagen wird beschäftigen. Bezug auf dich. Also er schaut auf Gesundheitliches. Vielleicht ein guter Freund ist erkrankt oder geht es nicht so gut oder geht es um langere Zeit in einer Position, in der er machtvoll muss sein. Er wird da haben. Entweder kleines Glück oder in Kürze hat er auch mit dir zu tun. Dann wird die Kommunikation stattfinden, also vertraulich Mitteilungen und vielleicht auch ein Geheimnis wird gelüftet. Das ist der Schicksalspfad von ihm. Dein Schicksalspfad ist, dass du schaust auf die Nachrichten, also ihr habt miteinander Schicksalspfad, die vertraulich und geheim sind, wahrscheinlich auch vielleicht auch etwas, das eine oder andere rauskommt aus dieser Geschichte. Du schaust dann mit sehr viel Energie und sehr viel positivem Denken in den öffentlichen Leben mit deinen Freunden. Also du wirst dann nach dem Ereignis, wo du hast mehr oder weniger etwas erfahren, vielleicht ein Geheimnis gelüftet durch vertrauliche Mitteilungen, deine Energie und deine Emotionen sozusagen auf deinen Freundeskreis konzentrieren, dass es dir besser geht und drum kümmern. Und der Freundeskreis kommt im Haus und das wird wichtig. Jetzt nehme ich die fünfte Karte. Das ist die Nachrichten im Geheimen, vielleicht auch vertrauliche Mitteilungen, wird etwas offenbart. Oder es geht um Affäre, viel Energie, mit Gefühlen, in Öffentlichkeit stürmst du sozusagen mit Freunden. Also ich mache einfach auf was. Ich so sehe. Also schicksalhaft sind auch deine Gefühlswelt. Da wird einiges Schicksalhaftes auch stattfinden oder auch Bewegung. Diese Frau, die über die du Gedanken machst, die ist wahrscheinlich aus der Familie oder jemand, der sehr harmonisch ist. Du wirst sehr viel Energie bekommen. In den Finanzen steht auch eine Rolle Freunde. Vielleicht wirst du mit Freunden beraten. Die Arbeit hat etwas mit Öffentlichkeit zu tun, also nicht in den Gebäuden drin, sondern vielleicht musst du auch etwas machen außer Hauses. Die Veränderungen kommen durch eine Nachricht und dein Herzensmensch hat ein Geheimnis. Also von dem hier sehe ich, dass du wirst Mitte, Ende September deine Energie mehr sozusagen in Bewegung setzen mit deinem Freundeskreis, mit denen etwas unternehmen, Schönes machen. Es wird auch ein paar Sachen, die nicht schön sind. Aber du wirst irgendwie auch Abstand nehmen, auch in der Liebe, mit dem Liebeskummer, dass du sagst, erstmal muss ich um mich sorgen. Und das, ich finde, sehr gut, was da stattfindet. In dem Sinne, dass du konzentrierst auf deinen Leben und dass es dir gut geht und
dass du vorankommst in deinem Leben und dich ablenkst durch Freundeskreis. So, das ist meine Liebe, die Kartenlegung für euch für heute. Und da wird sozusagen das eine oder andere in Bewegung sitzen. Tut mir leid, ich habe heute nicht die beste Konzentration. Ja, auf jeden Fall, Freundeskreis wird eine große Rolle spielen. Falls dir hat gefallen, ich freue mich für Like, Abonnement und Kommentar. Du kannst sehr gerne bei mir auch Privatlegung buchen. Das alles ist in Beschreibung von Video oder Kanalinfo. Ja, wie ich schon sagte, die Kommentare von nächster Woche, also die Videos von nächster Woche, von 4. bis 11. September teilnehmen automatisch an den Gewinnverlosungen. Freue mich, wenn du auch teilnimmst. Ich wünsche euch wunderbare Zeit, Liebe, wieder. Bis bald.